Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind mal wieder bei F1 2016, meiner Solo-Karriere beim Sauber F1 Team. Wir befinden uns heute auf dem Red Bull Ring in Österreich. Training und Qualifying habe ich wie immer schon absolviert. Lief, wie ich finde, sehr gut für uns mal wieder. Das ja, wie gesagt, um sauber fahren. Konnte das den 7. Platz erreichen im Qualifying, bin wieder in Q3 gekommen. Das ist mein derzeitiges Ziel, das zu schaffen. Wenn ich das schaffe, dann bin ich schon mal sehr zufrieden. Wetter hat auch mitgespielt. Im Rennen soll es trocken bleiben. Am Ende des Rennens allerdings soll es anfangen zu regnen. Mal gucken, wie uns das beeinträchtigt. Ich würde sagen, wir hören uns mal an, was das Team von uns erwartet. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. So, das Team wünscht von uns, dass wir das Rennen auf dem 14. Platz oder besser abschließen und unseren Teamkollegen besiegen. Aber wie ihr seht, sollen wir nicht unseren Rivalen besiegen, weil die Rivalität haben wir nämlich heute gewonnen. Yeah! Hätte ich ja nicht gedacht, dass wir gegen Red Bull eine Chance haben. Gegen Daniel Ricciardo. Also bin ich auch da sehr happy, was das angeht. So, forschen tun wir aktuell nicht, weil wir leider nicht genug Punkte haben. Wie ihr oben rechts seht, haben wir aktuell 777 Punkte. Okay, wir können den Luftwiderstand forschen schon mal, das will ich aber nicht machen, weil es nicht ganz so viel bringt wie Chassisgewicht oder Abtrieb. Ja, von daher sammeln wir noch mal ein bisschen. Und ich würde sagen, wir gehen mal ab ins Rennen. Österreich. Traditionelle Heimat vieler so großartiger Dinge wie den Apfelstrudel, Mozart, Niki Lauda und, ach ja, natürlich einer der schnellsten Rennstrecken der Welt. Wir befinden uns in der Mitte der Saison und der Kampf um den Titel wird immer intensiver. Wenn es ein außergewöhnliches Rennen gibt, dann wohl dieses hier. Der Red Bull Ring. Diese harte Strecke 700 Meter über dem Meeresspiegel hat nur 9 Kurven. Die haben es in sich. Ein wahrer Test für jeden Fahrer. Wir haben außerdem zwei DRS-Zonen und Überholmöglichkeiten bei Kurve 2, wo die Steigung denen hilft, die sehr spät bremsen und dann innen reinziehen. Auch heute werde ich wieder von niemand anderem als Stefan Römer begleitet. Zwischen den Grand Prix passiert natürlich einiges, was die Entwicklungsarbeit der Autos angeht. Du weißt sehr viel darüber, wie Testfahrer und Rennfahrer zu Werke gehen. Wo liegen denn da die Unterschiede? Interessante Frage. Es handelt sich hierbei um zwei grundlegend verschiedene Einstellungen. Damals legte man noch 15.000 Kilometer beim Testen in einer Saison zurück. Es ging mehr darum, für das Team zu arbeiten, das Auto- und Fahrverhalten so systematisch wie möglich zu verbessern. So konnten die Daten am konsistentesten analysiert werden. Wenn man jedoch kurz vor dem Rennen steht, denkt man als Fahrer nur daran, wie man das Beste aus dem Tag herausholen kann. Das Auto ist dann das Mittel, um dieses Ziel zu erfüllen. Vorsicht beim Start! Schnellere Autos werden versuchen, dich zu überholen. Lass ihn nicht an dir vorbei. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Nico Rosberg startet mit seinem Silberpfeil von der Pole. Und Kimi Räikkönen macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Verstappen, Lewis Hamilton und Vettel. Ein Sauber, Sainz Junior, Grosjean und Rio Hayato. Hülkenberg, Perez, Danny Quert und Gutierrez. Wehrlein, Alonso, Jolyon Palmer und Marcus Ericsson. Bottas und Button. Kevin Magnussen und Felipe Massa vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Und da sind wir auch schon. Schauen wir uns mal die Rennstrategie an, was die besagt. Oh, das sieht ja auch mal interessant aus. So, wir können mit ultraweichen Reifen starten für 5 Runden. Dann sollen wir auf weiche Reifen wechseln, also auf Soft und dann auf Super Soft.
Okay, alles klar. So, mal auf personalisierte Version umschalten. Personalisiert. Geplant. Okay, personalisiert ist schon wieder besser. So, jetzt die Frage, ob wir zwei Boxenstops machen oder drei. Oh, hier haben wir auch was Schönes. Wenn wir drei Boxenstops machen, können wir am Ende nochmal die Ultras fahren. Für 7 Runden, wie ich das hier sehe. 15, 13, was ist das? 20 Runden. 20. Ne, passt nicht. 28, ab der 28 oder 36, also 8 Runden. Okay, also einmal 5 Runden, einmal 8 Runden. Schwierig, schwierig. So, geplant ist die Strategie. Mit Soft, über Soft. Personalisiert ist super weiche Reifen. So, man hätte auch nur ein paar Sekunden mehr Zeit einbußen, da wir natürlich schnellere Reifen fahren können, wesentlich schnellere Reifen, zweimal sogar, einmal vielmehr. Tja, das ist jetzt die Frage, was wir machen. Ich würde sagen, wir versuchen einfach mal einen 3-Boxen-Stop. Mir gefällt die Reifenauswahl einfach besser. Zweimal super weiche und das zweimal Ultras. Können wir am Ende vielleicht nochmal was rausholen, wenn wir verkacken, Flügel abreißen oder was weiß ich was. Das können wir trotzdem in unsere Strategie einbauen, falls da irgendwas passiert. Ja, wir machen diesmal 3 Boxenstops. Benzinlast würde ich so lassen. Das sieht gut aus. Viel auf Fett fahren. Gut. Dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß und mir viel Glück. Oh, Vettel kackt ab. Sehr schöner Start. Schieben wir uns mal rechts vorbei hier. Au, Scheiße. Finde ich jetzt nicht gut. Da wollte ich zu viel. Mist. Mist, Mist, Mist. Das geht ja schon mal schlecht los. So, jetzt mal gucken, nicht, dass wir hier. Genau. Lassen wir auf Ultras. Komme ich gar nicht mehr rum. Richtig. Ja, das geht ja schon mal scheiße los, würde ich sagen, aber das war meine eigene Schuld. Rückblenden werden auch bei sowas nicht verwendet, weil das habe ich selbst verschuldet. So, Jungs. Go, 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 go. Gib Gas, bitte. Ja, komm, los. Ja, 9 Sekunden, okay. Alles klar. Ja, mach ja schon. So. Jetzt habe ich viel Zeit verloren. Aber jetzt geht's los. Aufholen. Bleiben wir auf Fett. Schön die Ultras jetzt mit Fett fahren. Jetzt nicht so gut. Die Kurve gekommen. So.
können wir auf jeden Fall 7 Runden mit Ultras fahren. Ist doch auch schon mal was wert. Ja, das heißt, es angreifen. Gleich Sektor Bestzeit, sehr schön. Da hatte ich ein bisschen zu früh eingelenkt, das hat Zeit gekostet. Ja, würde ich auch gerne schon nutzen. Das würde heißen, wir sind dicht dran. So, ein bisschen Abstand haben wir aber noch. Schon wieder Sektor Bestzeit. Hier verkackt die Kurve. Mist. Ja, hier auch. Concentration, Chris. Ja, kommt wieder zu weit rechts raus. Jo. Das sieht doch schon mal gut aus. Die war auch schon mal besser. Was das für eine Zeit war. 11.993, ja, okay, noch. Ja, komm auf jeden Fall dichter ran. Der 7 Sekunden schneller. Weiß ich nicht, zeig doch mal. Nö, das will die aktuelle beibehalten. Nennt man die aktuelle, die sagte doch Supersoft, ja. Genau, ich dachte eben, es stand weiche Reifen. Da war ich gerade ein bisschen irritiert. Oh, guck mal, ein Vettel ist hinter uns gerade. So, ich werde mal die Benzinmischung wieder ein bisschen runterstellen. Jetzt sind wir ja dran. Ist schön. Die Reifen auswählen, die Reifen gehen noch, weil wir noch 3 Runden noch durchhalten können. Auf jeden Fall. So, bis 50% kann man die ungefähr ziehen, danach fangen wir an abzubauen.
habe ich einen Vorteil mit den Ultras. Oh, die bekabbeln sich da ordentlich. Muss mal aufpassen, den Flügel nicht abzufahren. Ein bisschen DRS nutzen, wird eng. Ah, schön, kommt besser raus. Perfekt, zwei Plätze. Sehr gut. Na, versucht das Verstappen. Ja, fährt mich schon an hier. Von hinten. Ja, ich krieg wieder DRS. Verstappen keine Chance gegen meine Ultras. Oh, das war auch ein bisschen spät gebremst. So, jetzt sieht man im Bild auch schon, die Ultras fangen langsam an, sich abzunutzen. So, ein bisschen haben wir noch. Wasser fährt rein. Bonjour nicht. Bonjour könnten wir uns jetzt schnappen. Ne, Bonjour kriegen wir noch nicht. Mal weg. Dicht dran. Ja, noch zu weit weg. Boah, was macht ihr denn da? Och Leute. Fährt er mir meinen Reifen ab? Oh, habt ihr denn da gemacht, Jungs? Ich habe ihn ein bisschen angestopft, ne? Natürlich nicht so glücklich. War das jetzt wegen mir? Ne, okay, alles klar. Glück gehabt. Er ist schön Magnus und mein Teamkollege reingezogen. Und da ist einfach geradeaus weiter. Ne, zack. Der Teamkollege kommt ein bisschen weit raus. Okay. Jetzt haben wir ein Flashback, da können wir nichts für. So, jetzt die Frage, ob wir jetzt reinfahren oder nächste Runde erst. Ich glaube nächste Runde erst. Hier komme ich besser weg, sehr gut. Vor mir ist mein Teamkollege. Oh, Scheiße! Ich habe mich gerade überlegt, ob jetzt... gerade überlegt, ob es nicht vielleicht doch Sinn macht, auf die Soft zu gehen, weil die länger halten, da wir jetzt ja drei Docks, jetzt quasi vier Boxen draus machen müssen. Und das passt auch in meine Vorstellung, was jetzt vorhaben die Jungs. Also wechseln wir erstmal auf Soft. Können wir nämlich länger draußen bleiben.
ist jetzt, glaube ich, besser. So, Jungs. Kommt, go, go, go. Schon wieder ein Flügel abgefahren. Schon wieder auf dem letzten Platz. Alonso ist ja schon draußen. Ja, das glaube ich wirklich besser gewesen jetzt. Da musste die Strategie auf jeden Fall verändert werden. So, damit beginnt die Überholjagd, die Aufholjagd von vorne. Leider wieder 10 Sekunden versaut haben. Oder 7, sagen wir mal. So, 26 Runden haben wir aber noch, also noch viel Zeit aufzuholen. Geht wieder heiß her hier. Aber leider beides mal eigenverschuldet natürlich. Am Start und eben unseren Teamkollegen. Okay, das hab ich gar nicht gesehen eben, wie ist ein Ricardo vor uns? Was macht der denn hier hinten? Auch komisch. Soll auch irgendwas passiert sein. Über uns. Yeah. Das auf Soft. Sehr schön. Gefällt mir. Schon wieder Sektor Bestzeit. Auch super. Ohne DRS sogar. Coole Sache. Die Geschichte. Gibt ja noch Regen. Oh ja, aber Regen ist halt nur. Wollte sagen, Regen, das würde uns jetzt zugute kommen, weil im Regen sind wir ja eigentlich ganz gut. Wenn es kein Starkregen ist, sondern Intermediates. Von daher könnte ich ja wohl noch was gehen. Das muss man überraschen. Sehr schön, wieder eine schnellste Runde. Moment, läuft's. Wieder schnellster Sektor, sehr gut. Mach langsam immer besser rein in die Strecke. Die Kurve ist immer noch ein bisschen. Die kann ich noch nicht so richtig gut. Ja, habe ich eben auch versaut. In der Kurve. Oben gesehen.
Die Runde ist jetzt nicht so gut. Aber macht nichts. Geht ja auch nicht um Rundenzeiten, sondern um Plätze. Und da sind wir auch wieder dran. An Ricardo im Moment. Sehr schön, wir holen schön auf. Das gefällt mir. Die Kurve versauen wir wieder. Wie immer. Oh, da müssen wir die Benzinmischung nochmal runterstellen. Oh, die Runde war aber schlecht. Fast eine Sekunde langsamer als unsere Bestzeit. Langsamer gewesen. Ja. Mal. Da sind sie auf jeden Fall. So, man ist noch alles im grünen Bereich. Nicht mal die Hälfte des Grand Prix beendet. Da ist noch alles drin. Bin sehr gespannt. So, jetzt kommen wir gleich ins DRS-Fenster. Die bekriegen sich, das können wir ausnutzen. Yeah! Sehr schön. Schön an beiden vorbei. So wollen wir das sehen. Piekt mich schon wieder an, dass wieder mein Auto berührt. Will sich bemerkbar machen. Ob wir die Runde nochmal, dieses Rennen nochmal richtig fahren können. Also weiß ich auch nicht, die Kurve meine ich. Jedes Mal vergeige ich die. Von Markus hin. Sehr schön, unser Teamkollegen auch überholt. Eh nicht so gut natürlich. Der Plan. Dann kommen wir gut ran. Schnell Versetzkleber fahren in meinem Flügel. Oh, hier geht der echt stark in die Eisen. So, der ist jetzt zack und vorbei. Hoffentlich. Oh, müssen wir Platz, lass mir Platz. Verbremst. Scheiße, schon wieder im Flügel. Mann! Wieder verbremst, gibt's doch nicht, ey. Aber er verbremst nicht, also die bremsen halt manchmal sehr früh. Da habe ich mich wohl verkalkuliert, aber noch alles im grünen Bereich. Das ist noch keine Beeinträchtigung. Also aufpassen jetzt.
So, dann ist der nächste Boxenstopp. 9 Runden frühestens. Dann würden wir auf den 20. Rang rauskommen. Bitte. Vor uns ist Bottas. Oh, da sehe ich glaube ich schon die ersten Regentropfen. Das heißt, alle müssen gleich nochmal rein. Würde ich sagen. Auf Intermediates wechseln. Das war schon Regentropfen waren. Im Moment sehe ich nichts, also noch alles okay. Wird aber echt langsamer jetzt. Durch den Flügelschaden auch. Ein bisschen Fett an hier. Auf jeden Fall schneller. Gucken, ob das ausreicht. Verbauen die Kurve schon wieder. Geht's nicht. Bin gespannt, wann die gleich alle reingehen werden. Ob es richtig anfängt zu regnen. Ich bot das schon. Das war doch diesmal besser mit der Kurve. Endlich. Ich bin einen Tick früher gebremst. Ach, dafür schon so euch die Kurve. Jo, habe ich gerade. Okay, wir kommen weiter ran. Sind wir fast dran an Bottas. Sehr gut, Platz 11. Mit
Jetzt fängt es an zu regnen, ne? Bin ich eingelenkt. Kacke. Also jetzt merke ich es aber auch schon. Versuch mal was. Jetzt mal eine gewagte Strategie ein. Ich vermute, das ist vielleicht, vielleicht ist auch zu früh gewesen. Aber ich vermute, dass es gleich anfängt zu regnen. Gucken, bin gespannt, ob das jetzt richtig war oder nicht. Das war jetzt gegen die Strategie. Also DRS wird deaktiviert und es fängt jetzt auch an zu regnen. Könnte vielleicht ein cooler Schachzug gewesen sein. Selbst mit denen merke ich es total, ich rutsche gerade. Das merkt man im Lenkrad ja sehr schön. Ich glaube, das war gar nicht so doof. Jetzt, da gehen die ersten schon rein. Glaube ich. Oh, scheiße. Zu sehr auf die Karte gucken. Kacke. Ah, nichts. Verdammt. Das hat jetzt richtig Zeit gekostet. Da gehen sie gerade rein. Sehr schön. Da ist der nächste. Ich glaube, das war ein guter Schachzug. Ja. Dann können wir hier schön an allen vorbei. Yes. Sehr schön. Da haben wir Bottas vor uns. Und eben der hat jetzt. Wir haben schon angefahrene Reifen. Zack, kein Problem für uns. Bumm, Strategie hat funktioniert. Yes! Schönes Ding. Damit sind wir in den Punkten bisher. Das trotz meines Ausrücks ins Kiesbett. Ist ja wahrscheinlich direkt vor Bottas gewesen. Auf jeden Fall. So, das hat auch mal gut funktioniert. Das freut mich. Also muss man sich seine Linie ein bisschen anpassen wieder. Ein paar andere Bremspunkte. Platz 8. Oh, fett hier. Sehr schön. Wieder zwei Plätze gut gemacht. Ich würde sagen, das hat super funktioniert. Für uns. Und noch ein Platz. Und dann sind wir wieder.
würde sagen, ein Platz noch und dann sind wir wieder auf unserer Startposition. Trotz der zwei Boxenstopps. Oder ein extra Boxenstopp. So, aber Jeff, gar nicht unrecht. Mal gucken, also ich bin ganz schön am Schlingern. Mal schauen. Mal gucken, was die anderen machen. Da bin ich jetzt überfragt. 40 Sekunden, ey. Das ist natürlich auch eine Ansage. Oh ja, ist das sowieso nicht unser Ziel. Das ist utopisch. Oh, Ariante könnten wir noch kriegen, auf jeden Fall. Hier ist echt viel Aquaplaning. So, Variante können wir gleich mit Windschatten vielleicht haben. Oh Mann, Kollege, warum bremst du denn da so doll? Nee, also jetzt nicht nochmal, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Alter, gehen die da in die Eisen, ey. Nee, das mache ich jetzt nicht nochmal. Das habe ich nicht selbst verschuldet. Der da so stark in die Eisen geht, das kann mir auch keiner ahnen, ey. Deswegen muss man echt versetzt fahren, um solche Sachen einfach zu vermeiden. So, jetzt wird es auf jeden Fall anstrengend, ne, das Rennen. Ist ja ganz schön. Boah, bremst der hier, ey, das gibt's doch gar nicht, Alter. Vielleicht eben gesehen, also der hat eben, konnte ich ja so easy überholen. Also, manchmal bremsen die echt komisch. So, damit haben wir aber unsere Startplatzposition wieder erreicht. Das freut mich. Vergeigt. Oh, Ariante klebt uns am Arsch ein bisschen. Okay. Boah, das ist jetzt langsam ein bisschen tricky. Okay, Räikkönen führt das Feld an. Sehen wir jetzt auch zum ersten Mal. So.
sehr schön. Ich habe nichts gesagt, Chef. Naja, ein Mikrofon ist auch nicht das Beste. Die Sprachbefehle ein bisschen schwierig, wo ich auch nichts gesagt habe eigentlich. Moment, boah, jetzt mega Aquaplaning, ne, der Strecke. Mal gespannt, ob ich nochmal an die Box muss oder nicht, ob es so weitergeht. 7 Runden noch. Damit haben wir einen Platz gut wieder. Das könnte uns jetzt vielleicht ein Vorteil sein. Und das heißt, das Feld kommt wieder ein bisschen zusammen. Wir kommen nicht daran. Natürlich für den Führer dann nicht gut. Könnte jetzt auch vielleicht unseren Vorteil sein. Da lasse ich mich mal überraschen, wie lange das Safety Car geht. Dass jetzt noch 3 Runden draußen bleibt. Das sieht so nach Box aus, ja. Das ist schon der erste an die Box. Vielleicht um sich Regenreifen zu holen. So, sollen wir die Safety Car Kolonne einholen? Das heißt, wir kommen ran. Zunächst in der Box. Können Sie mich schön Benzin sparen und können in den nächsten 3 Runden auf jeden Fall auf Bett fahren. Die letzten 3 Runden meine ich. Falls das Safety Car gleich reinfährt. Bin gespannt, wie lange es draußen bleibt. Also ich würde auf jeden Fall nicht mehr reinfahren. Nö, nee, noch nicht. Selbst wenn es schwieriger wird. 3 Runden rechtfertigt, glaube ich, keinen Boxstopp bei dem Zeitverlust. Selbst wenn ich wesentlich langsamer sein sollte. Ups. Warte kurz. So. Was das Safety Car überhaupt noch mal reinfährt. Auch die Frage jetzt. Aber das würfelt das Ganze nochmal durcheinander. Damit sind wir auf Platz 5 aktuell. Sehr schön. Ja, das kann man natürlich jetzt nicht gebrauchen. Wieder Aquaplaning.
sagen, es regnet jetzt schon ordentlich. Leute, bremst doch nicht einfach. So, da ist die Safety Car Kolonne wieder. Boah, Alter. Das man ihn versetzt fahren, also echt. Ich bleibe aber auf den Reifen. Die vor mir auch, also scheint das alles noch okay zu sein. Oh, da vorne ist Hamilton. Wahnsinn. Ja, aber Regen ist unser Freund. Da kann die KI nicht so gut fahren. Wenn nicht zu viel Sprit jetzt noch mitnehmen. Oh, Alter. War schon wieder knapp hier. Sagen wir die Reifentemperatur. Ich weiß jetzt nicht, wie die sein muss, aber 62 Grad. Sehr schön. Sehr schön, drei Runden noch. So, den Spielchen wieder los. Oh, hier Verstappen. Mal jetzt halt mir nicht auf. Oh Mann. Hat er jetzt nicht vorteilhaft bei uns. Macht nichts, keine Ahnung, was die da machen. Seins kriegen wir jetzt. Ja, Magnus. So. Oh Gott. Magnus, Blue Flag, geh weg. Sehr schön, vierter Platz. Perfekt. So, direkt vor Hamilton. Wahnsinn. Hätte ich auch nicht gedacht am Start des Rennens. Wenn wir mal hinter Hamilton sind. Sehr schön. Wir sollen überholen gucken, dass wir uns den Flügel nicht zerhauen. Das wäre nämlich scheiße jetzt. Oh, das war wieder knapp, ey. Der Kurs ist auf jeden Fall deutlich schneller als die Jungs hier. Ich kenne die Kurve nämlich auch nicht so gut. Die erstmal auf Regenreifen wechseln, das wäre natürlich geil. Also ich gehe nicht rein, wenn die jetzt alle reingehen, das wäre natürlich perfekt. Ja, tun sie natürlich nicht.
Final Lap. Letzte Chance zu überholen. So, zu Science haben wir ein bisschen Abstand gewonnen. Sehr gut. Langsam gewesen. Da bin ich schön dicht dran. In der Kurve sind sie echt langsam. Wow, schieben uns vorbei, Wahnsinn. Ah, kacke, jetzt zu weit. Ah, geil. So, sich die Nerven verlieren. Schön ruhig um die Kurve. Das wird ein Treppchen, ja! Wuhu! Yes! Geile Nummer. Der Regen wieder. Ferrari hat wirklich Großes geleistet und verdient gewonnen. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Sie haben ein Auto, das unter den heutigen Bedingungen erst so richtig aufblüht. Das Auto kommt sehr gut mit den nassen Fahrern zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein, um anzugreifen. Mit diesem Selbstbewusstsein steigt man früher wieder auf Gas, man bremst später und verschafft sich dadurch einen Vorteil. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Was haben Sie heute in diesem äußerst schwierigen Rennen bloß für einen Aufwand betreiben müssen? Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Die Situation an der Spitze ist nach diesem schwierigen Rennen für unseren Weltmeisterschaftsführenden eine andere. Der Abstand hat sich verringert. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages ist. Oh, das ist heute gar nicht so einfach. Aber mein Instinkt sagt mir Valtteri Bottas. Und wenn ich mir das Feld so ansehe, tut sich für mich niemand hervor, der meine Meinung ändern könnte. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. In der Zwischenzeit kann Toro Rosso mit einem starken Wochenende weiteren Boden in der Rangliste gut machen. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Jo, das freut mich doch, dass wir hier so einen spitzen Platz noch geschafft haben. Das habe ich ja nicht gedacht. Dank des Regens. Yes. Schönes Ding. Also, wir gucken uns den Start nochmal an. So, da gab es ja auch ein bisschen was zu sehen. Da kam ich extrem gut weg. Da sehen wir, jetzt ziehe ich nach links. Bin dann aber leider ein bisschen übermütig gewesen. Viel zu spät gebremst. Sieht man da auch. Obwohl die Kurve nicht so richtig gesehen ist. Viel zu spät auf der Bremse hier. Da hätte ich schon lange bremsen müssen. Schon jetzt schon lange. Ja, das war natürlich alles andere als glücklich. Ja, jetzt verliere ich natürlich einen Platz am anderen. Aber wir konnten es ja noch schön aufholen. Also von daher bin ich sehr zufrieden, hätte ich niemals gedacht, dass nach dem Patzer in der ersten Runde das Feld nochmal so stark aufräumen können. Wir gesehen, in einigen Kurven waren wir also wesentlich besser als die KI. Regen besonders natürlich, weil Regen kann die KI nicht so gut fahren.
Da ist sie verflucht langsam. Ja, alles in allem bin ich super zufrieden. Wie gesagt, wir fahren immer noch sauber. Sind immer noch im untersten, ja, das zweitschlechteste Team, um auch so sehen, was die Performance angeht. Und daher können wir sehr zufrieden sein. Da können wir so mal kurz nochmal den Boxenstopp angucken. Wie wir sehen, habe ich gar keinen Flügel mehr. Also das komplett ab, das hätte nichts gebracht, hier weiterzufahren, weil man einfach zu viel Zeit verliert. Da war der Boxenstopp schon goldrichtig. Da gibt es die neue Nase. Zack, und weiter geht's auf Ultras. Gut. Würde sagen, das reicht. Schauen wir uns mal die Punkte an. Sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Auf jeden Fall der fliegende Finne. Warte, wie viele fliegende Finnen hatten wir inzwischen schon? Wie auch immer, in diesem Fall meine ich Bottas. Starkes Tempo und ebenso gute Arbeit im Verkehr. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. In der Zwischenzeit kann Toro Rosso mit einem starken Wochenende weiteren Boden in der Rangliste gut machen. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn Sie das nächste Rennen verpassen würden, aber den Fehler machen Sie nicht. Wir hoffen, Sie wiederzusehen, also bis dann. So, alles spitze gelaufen, würde ich sagen. Wir haben einen Platz in der Fahrer-WM gut gemacht. Wir sind jetzt wieder quasi auf Platz 6. Sind jetzt punktgleich mit Max Verstappen, der einen Platz eingebüßt hat dadurch, wir uns da durchgesetzt haben. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum wir jetzt dann auf Platz 6 sind, aber soll mir egal sein. So, Konstrukteur konnten wir auch einen Platz gut machen, Platz 7 auf Platz 6. Super Ergebnis für unser Team. Der Teamkollege hat leider nicht so ein gutes Ergebnis eingefahren. Leider auf den 21. Platz ins Ziel gekommen. Schade. Ich sehe ja gerade, dass er auch dafür einen Punkt kriegt. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, dass es nur bis zum Platz 10 Punkte gibt. Oder? Ach ne, ist auch die Fahrer, wenn ich kurz sagen. Komisch. Jetzt haben 25 Punkte hier. Das macht ja keinen Sinn. Alles klar. Ne, das war jetzt gerade mein Gedankenfehler. Gut, schauen wir uns mal die Ressourcenpoints und Karrierepunkte an. Was wir da alles kriegen. Wir kriegen ja noch einen erster Fahrerbonus. Sehr schön, 100% saubere Runden wieder. Bam! Damit haben wir 900 Ressourcenpunkte und kriegen noch ein bisschen was. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, 994. Das reicht, glaube ich, für die nächste Vorschau. So, jetzt nochmal die Fahrerposition stärken. Weiterhin auf 10. Sehr gut. Das gefällt mir. So, Karrierepunkte nochmal hier. Oh, das ist nicht so interessant. So, dann gucken wir mal. Also ihr seht jetzt nochmal Rivalität gewonnen. Gegen Daniel Ricciardo. Sehr schön. Mal gespannt, ob wir jetzt nochmal eine Rivalität gegen Daniel Ricciardo machen, weil er zwei gewonnen hat. Wir eine. Das wollen wir überraschen. So, dann schauen wir mal. Ja, sehr schön, wir können forschen. Dann nehmen wir doch gleich mal das Chassisgewicht. Bringt auch am meisten. Also, zack. Und forschen. Bumm. Sehr schön. Dann schauen wir uns mal an, wo das nächste Rennen stattfindet. In Silverstone. Das wird schwer. Sponsorenbonus. Einer der Teamsponsoren hat eine konstante Leistung bemerkt und sich dazu entschieden, zusätzliche Ressourcen zu investieren. Yes. Schön. Das finde ich gut. Oh, unser Teil ist auch schon fertig. Wahnsinn. Das geht ja schnell. Hey, cool dich wiederzusehen. Das Werk hat uns ein paar gut aussehende Teile geschickt. Wir werden gerade in diesem Moment angepasst. Hier ist der Bericht. Cool.
Genau, erstmal weglegen. Brauchen wir nicht. So, haben das Chassisgewicht um sagenhafte 6 Kilo reduziert. Wahnsinn. Update zum Herstellungsprozess der Frontspitze führen zu einer einem Gewichtsvorteil, ohne die Chassisstärke oder Stabilität zu beeinflussen. Sehr gut. Hört sich gut an. Gucken wir mal, wo wir jetzt stehen als Team. Okay, sind immer noch vorletzter. Sind aber ganz dicht an 100 dran. Also mit der nächsten Forschung, die nicht mehr weit weg ist. Also es könnte sein, dass wir zum nächsten, oder dem Grand Prix hier in Silverstone, dass wir schon die nächste Forschung angreifen können. Jo, sehr gut. Rangliste, wie gesagt, Platz 6. Können wir nochmal den Trophäenraum sehen. Da unser zweites Podium nach Russland. Auch Wahnsinn, das als dieses Team zu schaffen. Bin ich sehr begeistert. Ja, Kanada, Montreal habe ich ja leider das Podium versaut in der letzten Kurve. Da war ich zu gierig. Ja, in Aserbaidschan, Baku, habt ihr ja gesehen. Schwierige Strecke. So, also als nächstes Silverstone, dann Ungarn, Deutschland, Belgien, Italien, Singapur. Dann kommen richtig schöne Strecken. Der Hungaroring, der ist auch schon sehr schön und unser Heim Grand Prix, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Gut, ich bedanke mich immer fürs Zuschauen. Freue mich über ein Abo, Like oder einen Kommentar. Und wünsche euch wie immer einen schönen Sonntag. Und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao.